Shabini Jabbit. Turps ist tot. Okay, mit seiner eigenen Gitarre. Sipola. Fweezer. Jetzt wird sie... Das gefällt ihr. Das ist schön. Okay, hey, wir kriegen Geld dafür. Dass wir ihr unsere Liebe erklären. Nice, nice. So, hier, das Fräulein Grusel, ne? Ja. Was macht sie eigentlich hier hinten? Gut. Romantisch. Flirten. Können wir die hier nach hinten wieder schieben? Bitte? Danke. Da, wo sie hingehört, so. Okay, wer ist sie denn? Alice, okay. Alice Spencer Kim. Knuddel. So, so. Und wir wollen ja mit ihr auch hier ein bisschen mehr Kontakt haben und alles und bla und hast nicht gesehen und hast nicht gehört. Und Puk. Witzeln. Rumblödeln. Whips. Galvador. Sturgeon. Ina Pluvar. Okay, können wir noch mal ein bisschen lustig sein? Klopf, klopf, Witz erzählen. Pando. Snursch, Wallabepso. Meilenstein erreicht. Ach, cool. So. Belohnung verdient. So, die Zeit ist abgelaufen, war wegen dem Date? Ich glaube ja. Panka! Baltroga? Schatz, sie können eigentlich. Kann sie? Auftritt geben? Brusch, Tedu, Wallacharp, warum eigentlich nicht? Soweit ich weiß, hat sie ja auch schon mal geübt, ne? Ach nö, wen haben wir denn hier? Den Dominik. Wen man hier so alle findet. So, ich bin mal gespannt. Jetzt sehen sie alle. Schwabi Glarb! Yay! Burbavum! Burbanerks, huh? Vom Bovarobi Glown. Aha. Quift. Aha. Haha. Baldroga. Schwabi. Vempa Vent Fabane. Zarbel. Ja. Machst du ganz toll. Also, Manne scheint zu gefallen. Auch gut. Oh, Shinoi. Und sie ist natürlich wieder rallig. Das ist auch ganz gut. Zur Inspiration putzen wir der Zupfen. Hier, guck mal, so eine. Das ist dieser Plasma-Gigant, ne? Oder was das hier ist. Yay, und wir verlieren wieder Geld. Mein Gott, was ist denn heute los mit mir? Alter! Was ist mit dir los? B-Promi. Wer ist sie? Okay. Tavia Moon habe ich noch nicht gehört. Aber viele B-Promis hier, ne? Ach so, wegen ihr, wa? Was war das denn bitte? Okay, das war lustig. Das war wirklich lustig.
Auch Fan, ja. So. Danach können wir ein bisschen wieder was zur Simstagram-Story hinzufügen. Kann sie auch machen, Schatzü? Simstagram-Story? Wir wollen ja ein bisschen berühmt werden. Wir können auch, was ist denn da heute los, ey? Wieso springt er denn so hin und her? Können wir mit ihr, gemeinsam ein Foto machen? Okay. Das ist perfekt. Ja, gut. Jetzt gemeinsam ein Foto machen? Können wir auch, schmeicheln können wir ihr? Kompliment über Outfit machen? Da wird ja auch mal Zeit, ne? Was geht denn da hinten ab, sag mal? Muskeln zeigen, nach Tag fragen. Reparaturtipps geben, gibt auch. Das ist nett. Was ist denn hier los? Achso, wegen ihr, ne? Ich werde alle ohnmächtig. Was ist denn hier los? Muss nicht irgendeiner von euch pushen? Nö. Anscheinend nicht. So, kannst du eigentlich auch noch was bestellen? Getränk bestellen. Zuckerzunder. Brauchst du deswegen nicht aufstehen? Alles gut. Oh, nicht schlecht. Er lässt mal nichts fallen. Auch gut. Alter, was geht denn hier ab? Ist oben in der VIP-Lounge jemand? Nee. Nee, hier ist keiner. Gleich mal wieder runtergehen. Ich habe nur die Musik gehört. Ich glaube, die kenne ich. Sollte ich aufpassen. So. Auch ein Fan. Wir sind keine Fans. Wie sie hier rausstürzt. Rechnungen. Ja, natürlich die Rechnungen. Machen wir, wenn wir zu Hause sind. Oh, wer ist er denn? E-Promi. Okay. Detlef. Hallo, Detlef. Okay, also ich muss ehrlich sagen, es war ein süßes. Es ist eine süße Lounge. Aber. Sag mal, er wird bei jenen ohnmächtig, oder? Okay, sie kann nicht spielen, alles klar. Ich wollte sagen, ist hier zwar eine schöne Bar, schöne Lounge, wie auch immer, aber ich glaube, so auf Dauer würde mir das echt auf den Nerven gehen, hier ständig zu sein und ständig die ganzen Promis und wie sie gerade alle. Ich weiß nicht. Wäre, glaube ich, nicht meins. Paparazzi, okay. Ja. Mal schauen, wenn wir nach Hause kommen, dann, wir können eigentlich so langsam nach Hause, ne? Wir trinken noch aus und dann machen wir uns auf den Weg, weil das wird mir hier gerade ein bisschen zu voll alles. Kann ich hier mal so ein bisschen gucken, was es hier noch so gibt. Guck mal, hier haben wir schon einen Park. Wo ist denn hier dieser, müsste hier irgendwo sein, ne? Dieser Hollywood-Dingens, das ist, was ist, ach, das ist ein Studio hier, kick mal. Ach, cool. Okay, das ist cool. Das ist cool. Okay, hier hinten geht's nicht weiter. Eifersüchtig. Sie weiß jetzt von unserer Eifersucht?
Jetzt. Hallo, so ruckelst du. Hör auf zu ruckeln, ich will dahin. Wo ist Schatzü? Ist Buschen, okay. Ich hoffe nur, dass alles in Ordnung ist. Trotzdem, also auch wenn sie jetzt weiß, dass wir eifersüchtig sind. Umarmung bitten? Nein, das muss nicht sein. Um Selfie bitten. Das können wir vielleicht machen. Jetzt, wo sie allein ist. Riesig, gut aus. Ja, cool. Minus 12 mussten wir etwa, ich glaube, wir mussten jetzt sein für das Foto. Okay, also so wie er sich vorstellt, kann das nicht werden. Geh mal zurück zu deinem Schatzü. Mit Ute plaudern? Versuchen vorzustellen. Okay, das ging ganz gut. Er muss pushen. Gut, dann gehen wir pinkeln. Wir haben auf jeden Fall einen Newcomer kennengelernt. Das ist sehr cool. Wer ist er? Auch ein Newcomer. Sehr cool. Sie ist rallig. Schon wieder oder immer noch? Können Sie denn nochmal knutschen? Die Hände waschen. So, können wir nochmal hier versuchen, uns vorzustellen? Was ist denn mit ihnen los, aber? Okay, er ist eingebildet. Ja, gut. Reden wir noch kurz mit Ute und dann gehen wir nach Hause, würde ich sagen. Schatzi kann eigentlich auch mit Ute reden. Schatzi kann auch mal versuchen, sich vorzustellen. Er bestellt sich mal was. Okay, sie ist auch nicht besser. Harfin? Steigender Stern. Hat nicht so gut geklappt, okay. Mal mit ihr versuchen, ein Foto zu machen. Ich glaube, wir können dann so langsam nach Hause mal gucken, was schon nach 20 Uhr. Wird Zeit, glaube ich. Okay, die machen noch ein Foto. Sie hat gerade ein Foto gemacht. Bitte. Wer ist der? Senior. Okay. Bruna? Ein Selfie bitten, ein Autogramm bitten. Aber mit Udo sind wir doch ganz gut klargekommen, oder? Was macht ihr denn da? Ja, Seriu, bleib mal ruhig. Alter. Simstagram können wir noch mal ein bisschen was machen. So. 12 neue Follower, das ist sehr schön. Flirten. Okay,
Okay, aber ich muss sagen, wenn wir so berühmt werden, irgendwann vielleicht, dann würde mich das ganz schön nerven, wenn die Leute so um uns herumfüßeln. Okay. Bis dann, okay, wir jetzt weiter nach Hause. Weil wir würden jetzt hier auch ein bisschen zu viel, ein bisschen zu laut, ein bisschen. Ja. Zu viel einfach. Es war eine echt nette Bar. Aber ja, ich weiß nicht. Ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel gerade. Also ich weiß nicht, wenn wir so berühmt werden, dass die anderen Sims so ausrasten, wenn sie uns sehen, ich glaube, das würde mich ganz schön nerven. So auf Dauer? Ich weiß nicht, mal gucken. So. Obwohl es ja auch reizt, ne? Okay, wir haben Hunger, dann Reste nehmen. Schatze, wie sieht's bei dir aus? Weil sie sieht erstaunlich gut aus. Das ist cool. Du könntest eigentlich auch... Oh, jetzt ist auf einmal Licht an. Sehr schön. Kannst hier eigentlich auch Reste nehmen. Ja, ich weiß, weil er wieder davor stehen bleibt. Manne, setz dich hin. So. Jetzt kannst du dir Reste nehmen. Bevor du zu Bett gehst. So, ansonsten geht's euch beiden gut. Er ist inspiriert, ja, bei ihr ist auch alles gut. Promi-Sichtung. Bei ihm auch, ne? Ja. Ja, cool. Aber trotzdem, war ja doch. Mit dem besten Freund auf Lebenszeit verheiratet sein. Mit dem besten Freund, okay, will lieber mit ihr. Okay, Belohnungsstore. Oh, sofort die... Ach, guck mal an, das wusste ich ja noch gar nicht. Blitzputzer, okay. Räum viel schneller auf. Ach, das ist ja interessant. Wachsam, okay. Blitzleser. Alter, 1000 Simoleons. Frühaufsteher. Herd- und Grillprofi, okay. Beförderung. Ach, betörend, nicht Beförderung, mein Gott. Es ist schon wieder viel zu spät. Ich weiß, es ist immer wieder die gleiche Ausrede, aber es ist schon wieder viel zu spät zum Aufnehmen. Was ist denn hier los? Niemals erschöpft? Alter, 10.000. Meine 12.000 haben wir aber nie. Für immer satt. Ach, guck mal an, sowas kann man auch machen. Wusste ich ja gar nicht. Schon irgendwie cool, ja. Tschüss, Marotte. Ah, okay. Ja, können wir vielleicht demnächst mal gucken, was haben wir hier noch? Ja. Ich glaube, was das nächste ist, das wissen wir dann. Okay. Hier können wir dann nach unserem Vermögen und so gucken, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Seelenverwandte, das sind wir. Ja, gut, okay. Machen wir alle. Nach und nach entdecken wir alles nach und nach. Pima, Blaschu, Organard, Freba, From, Omof. Hana! Ja. Na schön, wenigstens einer lacht über seine Witze. Zwei ja selbst. Kisanis, maybe. So. Du hast sie unterbrochen. Aber gut. Energie ist ziemlich unten. Lass mal... Nee, geh mal noch nicht schlafen. Lass mal Schatzi noch ein bisschen essen.